Chefin Schulze kritisierte den Führungsstil Söders und warf ihm vor, die Krise zu nutzen, um sich zu profilieren. Gute Politikerinnen und Politiker arbeiten zusammen. Und bei guten Politikerinnen und Politikern steht die Frage, wer ist besser, schneller, härter als Krisenmanager, hinter der Frage, wie kommen wir gemeinsam am besten durch die Pandemie zurück. Mehrere Abgeordnete und Mitarbeiter der AfD-Fraktion im Bundestag wollen ab der kommenden Woche im Parlament keinen Mund-Nasen-Schutz mehr tragen. Sie haben Bundestagspräsident Schäuble schriftlich aufgefordert, die Maskenpflicht wieder aufzuheben. Dafür wurde ihm ein Ultimatum bis Freitag früh gesetzt. In dem Schreiben heißt es, allein der Gesetzgeber hätte die Maskenpflicht einführen dürfen. Die Bundestagsrechtsabteilung prüft das nun. Der Millionenstreit zwischen einer der bekanntesten bayerischen Gaststätten und Deutschlands größtem Versicherungskonzern.